Hey Leute, willkommen zurück zu Minecraft Hardcore. Eigentlich Together, aber hui, sind die ganzen Steine wieder aufgeploppt. Aber wir wissen ja, Together hat sich ausgegevert. Und ich bin doch genau. Ich müsste auch irgendwann mal wieder raus hier. Ach, hier war Lava. Ich glaube, genau hier, wenn wir hier weiterlaufen. Ja, stimmt, ich kann mich erinnern. Kommen wir dann am Ausgang wieder an. Und ich wollte eigentlich noch Diamanten weiter schürfen. Weil wir haben zwar einige. Wie viel sind das jetzt so? 14. Aber reicht für mich nie aus. Nee, auf keinen Fall. Wir brauchen noch. Hier haben wir das. Ich komme runter. Den will ich aber nicht, sondern ich will ja dort hin, wo es hochgeht. Und zwar auch nicht hier. Auch nicht hier. Oder bin ich gerade wieder grandios vorbeigelatscht? Das kann gut möglich sein. Auf jeden Fall war es doch hier irgendwo. Ah, hier kann man hochlaufen. Gut. Weil wir hier schon gerade ausgebuddelt haben, würde ich mal sagen, wir gehen noch ein bisschen hier lang, bevor der Cobblestone kommt. Und werden uns mal hier reinschlagen. Und hoffen noch mal einen Diamant zu finden. Weil wir haben ja einiges gefunden. Zum Beispiel ja wieder einen Weg. Ja, es geht noch so. Und da könnten wir noch Glück haben, was zu finden. Wir sollten mal auch ein bisschen. Ich hasse es. Ein bisschen Fackeln produzieren. Und vielleicht sollten wir. Nee, ich fähr jetzt einfach, dass wir geradeaus kommen. Muss merken, geradeaus und. So finde ich natürlich wieder keinen Diamanten. Und zack. Denn ein paar bräuchten wir noch. Weniger. Nicht viele. Weniger. Und mit denen könnten wir dann richtig schön eine geile Rüstung hauen. Oh. Eisen. Direkt über mir. Ich weiß, ich soll nicht über mir irgendwas abklopfen. Genauso wie unter mir, aber ich mache es trotzdem. Man will doch auch riskant leben, oder? So. Hey, ist jetzt langweilig, echt mal. Und hier brauchen wir also Eisen. Zack. Nur eins. Ich glaube, sonst wären wir auf einem anderen Tunnel gelandet. Wenn ich den mehrere gefunden hätte. Okay, Redstone. Hallo. So. Und Gold wäre auch ganz praktisch. Obwohl ich da gesagt habe, wir könnten auch in den Untergrund dann gehen. Obwohl gesagt wurde mir, wieso gehst du dann für uns Untergrund? Du könntest doch eigentlich auch so einfach Gold bekommen. Aber nee, das dauert mir echt zu lange. Ihr seht ja, wie lange das dauert. Wir hatten echt ein bisschen Glück, dass wir so viel Gold auf einmal gefunden haben. Was heißt Glück? Wir hatten ja am Anfang nichts gebrauchen können. Jetzt können wir ja, jetzt habe ich ja einen Grund, das zu verbrauchen. Hallo. Ich mach hier nochmal eine Fackel rein. So. Ich habe schon wieder so viele Cobblestone. Ah. Kann nicht sein. Bitte nicht, hör auf. Die ganze Erde immer. Ich brauche einen Spaten oder sowas. Wenigstens zählt das nicht als Schuss oder sowas, dass wir da einfacher reingraben können. Okay. Komm. Ah, nee, der sagt bloß, das ist jetzt Kies. Nee, ist weiter in Erde. Ja, so ist fucking geil. Und ich höre neben mir Lava. Rechts neben mir. Muss ich natürlich ein bisschen aufpassen. Aber ich glaube, das geht jetzt schon wieder weg. So. Oh, ey, die Erde. Guckt mal einmal weg. Ist schon wieder da. Ey, was man froh, dann flucht man sie wieder. Weil sie wieder da ist. Wozu brauche ich denn bitte schon noch Erde? Ich kenne kein effektives Rezept mit Erde. Zumindest noch nicht.
Kann ja sein, das ändert sich noch, aber. Und Leute, es läuft flüssiger, wa? Ja, das ist Tagesform von diesem Server. Bisschen nervig. Okay. Und nochmal rein. Weil die Spitzhacke geht echt sowas von überhaupt nicht kaputt. Da hat er halt rumgeflucht, dass die Spitzhacke doch so blöd verzaubert ist. Also ich finde es gut, wie sie verzaubert ist. Hey. Ich sagen, noch ein bisschen Gramm war in die Richtung. Dann suchen wir doch noch eine andere Richtung. Und vor allem sollte ich mal überlegen, ob ich noch einen Spaten baue. So, okay. Vor allem, wenn ich schon wieder das sehe. Kann nur so viel dumme Erde hier rumstehen. Auf der Höhe. So viel Erde. Rechts von mir ist auch die ganze Zeit, oder links von mir die ganze Zeit Erde. Da war doch Gravel auch noch da, das ist. So, jetzt hoffe ich langsam, hier ist nochmal Erde. Aber dass ich langsam durch die ganzen Erdschichten durch bin. Okay. Kohle oder so wäre auch ganz praktisch. Gold, ja, habe ich nichts dagegen. Aber nee, wir laufen ja hier ins irgendwie nichts rein. Mit der Spitzhacke. Nicht mal in eine Höhle. Hauptsache weit weg. Und ich sehe, dass es Tag ist, aufgrund des Lichtkegels. Oder hier das Licht in weiter Ferne. Okay, machen wir nochmal so. Das ist ein Licht für euch. Wird aber auch schnell dunkel. Das ist ja hier wie Tag und Nacht, wenn da mal. Oh, Kohle. Und Erde dahinter. Ja. Yeah. Das ist super. Ich werde noch ein bisschen Kohle abbauen, damit ich Stufe 30 bin. Jetzt gehen wir gleich nochmal hoch und werden einfach eine Rüstung bauen und die mit Stufe 30 Verzauberung machen. Die Kohle reicht leider nicht auf für den Stufenaufstieg. Auch wenn es viel Kohle ist. Aber nee, reicht leider nicht aus. So, ist das Gravel oder was? Noch mehr Kohle! Hey! Okay, wenn ich Stufe 30 bin, genau jetzt, gehe ich wieder zurück. Denn ich habe keinen Bock. So würde ich viel langsamer aufsteigen, als wenn ich jetzt die Stufe 30 einlöse. Und dann anschließend nochmal auf mich auf Stufe 30 hochbringe. Braucht ewig sonst. Komm, wir rennen mal. Wir haben genug Nahrung. Brauchen hier nicht dumm rumlatschen. Wenn wir auch rennen können. In der kurzen Zeit haben wir so einen langen Tunnel ausgegraben. Das muss man sich mal vorstellen. Mit etwas Glück ist es wieder Nacht draußen. Wie sieht es denn mit meiner Rüstung aus? Also es wird langsam Nacht. Schneller, 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 schneller. Jetzt kommen wir langsam wieder zum Anfang. Uff, boing. Hier haben wir gesagt, war? Genau. Jetzt wieder hoch. Yep, sieht aus, als wäre es gleich schon wieder Nacht. Springen verbraucht auch überhaupt keine Energie. Nahrungsenergie. In Anführungszeichen denkst du, es verbraucht so viel. Das ist so krank. Der hat aber auch einen Tunnel gebaut, der Kerl. Ich da nochmal rausfinden. Also rausfinden schon, aber nochmal hier zu der Stelle finden, wo ich wohl letzt war. Ja, wäre auch nicht schlimm, wenn ich da nicht bin. Aus dem einfachen Grund, weil ich das dann effektiver nutzen kann. Ach, das ist gerade Gewitter oder was? Gut. Das sieht zumindest nach dem Himmel aus. Deswegen diese Textur, die jetzt gerade ein bisschen komisch aussieht. Gut, wir werden mal den ganzen Cobblestone hier reinpacken. Ja, die Kohle natürlich nicht. Hier haben wir nochmal Cobblestone, Kies und Erde. Diesen Müll. Hier noch rein.
Okay. Hier haben wir noch Netherwarzen. Die könnten eigentlich da unten hin zu dem ganzen Nether-Schwachsinn. Und es wird dunkel. Da würde ich mal sagen, wir bauen uns eine Metallrüstung. Wir haben sie. Metall. Diamantrüstung, genau. Und auch gleich ein Diamanthelm. Oder eine Hose. Könnten wir auch eine Hose machen? Nein, können wir nicht. Da haben wir zu wenig. Da bauen wir einen Diamanthelm. Den werden wir schon mal ablagern, genauso wie diesen Einblock-Diamant oder einen Steindiamanten. Das sind wertvolle Materialien. Ach, hier haben wir auch noch einen Diamant. Siehst du mal, den habe ich ganz vergessen. Sonst hätten wir noch die Hose bekommen können. Und ich wollte mal gucken, wie sieht es aus von dem Status der Sachen hier. Zum Beispiel kann ich mir den Helm mal rausholen. Ach, den habe ich gar nicht mehr hier. Die Hose würde sich vielleicht noch rentieren. Hose. Wie sehen meine Stiefel aus? Ah, die Hose nicht, ich meine die Stiefel. Pff. So. Dann werden wir die miteinander verbinden. Ja, super, das ist eine geile Kombi. So. Und dann gehen wir runter. Gleich mal zu dem Alchemieraum mal kurz. Und die ablegen. Und Knochen können wir meinetwegen auch hier reinhauen. Hier haben wir noch die Eisen und Gold. Und dann werden wir mal verzaubern. So, wünscht mir viel Glück. Schuss sicher 4. Ja. Ich glaube, da gibt es Besseres. Schuss sicher. Heißt der. Wer schießt denn alles? Eigentlich nur Skelette, oder? Der Enderdrache schießt nicht, soweit ich weiß. Und die Ghasts, ja. Und die Lohnen, aber ich weiß nicht, ob da nicht Feuerschutz braucht. Diamantenharnisch. Gut. Aber ich sehe gerade, es ist dunkel. Ideal für uns. Und hätten wir nicht. Ach, wir haben noch Redstone hier. Ich würde mal sagen, Redstone weg. Ja. Das können wir auch nicht wegpacken. Dann kommt das hier hin. Zack, zack. Und. Dann machen wir hier hin. Hier hin. Okay. Und einen Spaten nehmen wir mal mit. Wir haben es ja aber. War ja ein bisschen nervig. So. Und dann gehen wir mal kurz raus. Zack. Hallo. Wer ist hier? Spinne? Okay. Bist du alleine hier? Hallo? Autsch. Autsch. Ich kann mein Leben doch noch nicht regenerieren, oder? Eigentlich schon. Hier. Machen wir erstmal kurz was essen. Spinne. Da ist noch eine. Da ist auch ein Enderman. Guck mal. Hallo. Yep. Komm zum Kaktus. Feigling. Okay, zwei Schläge halte ich nur noch aus. Ein Schlag noch. Okay. Jetzt sollte ich mal aufpassen. Nein! Verdammt. Warum habe ich nicht einen Heiltrank genommen? Ich Idiot, ich habe Heilträger dabei gehabt und habe das. Oh, der hat vielleicht. Der hat. Boah, der hat nicht auch einen Schlag ausgehalten. Ja, meine eigene Schuld. Gestorben wie Grants beim Enderman. Ja. Würde ich mal sagen, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bei irgendeinem anderen Projekt. Sorry deswegen. Ciao.